Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 7.12. Ich habe mich warm angezogen mit einem meiner Lieblings-Wintermänteln, denn es hat geschneit in Star Stable und es gibt jede Menge Neuigkeiten. Und was das alles ist, das werden wir jetzt sehen. That's all I need. Nicht nur, dass der Stall geschmückt worden ist, nein, es hat geschneit und es ist einfach alles weiß und es ist richtig krasser Schnee. Es ist halt einfach alles hammermäßig voll geschneit und ich glaube, wir haben in Star Stable noch nie so viel Schnee gehabt. An alle, die sich daran erinnern können, wie es war, bevor dieses Update war, beziehungsweise als es tatsächlich noch in der alten Version Winter gab, da sah auch der Schnee ein bisschen anders aus und es war nicht so viel Schnee, aber hier ist ja einfach so krass, mega hammermäßig Schnee. Also das ist echt ein bisschen heftig, ne? Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Übrigens, wenn wir mal keine Lust auf dieses Wetter haben, weil vielleicht ist es eh schon total kalt und wir wollen mal wieder Sommer haben, können wir das einfach abstellen, indem wir hier auf diese Schneeflocke klicken und tada, schon ist es wieder Sommer. Und tada, es ist wieder Winter. Ziemlich cool, wie ich finde. Und ich finde es auch sehr, sehr toll, dass die Spur im Schnee zu sehen ist. Mega toll. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem Schnee. Wie findet ihr den Schnee? Eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Und auch dieses Jahr gibt es wieder das Winterdorf. Um das Winterdorf zu finden bzw. zu betreten, müssen wir erst einmal mit dem kleinen Julebock hier sprechen. Der erscheint, wenn man sich einloggt. Falls es nicht so sein sollte, dass der Julebock nicht kommt, loggt euch einfach wieder aus und wieder ein. Das hatte ich nämlich auch gesagt. Ich habe mein Juleböckchen gesucht und es war einfach nicht da. Vermutlich hat es einfach noch geschlafen. Das kann natürlich sein. Wenn wir mit dem Böckchen gesprochen haben, werden wir nach Moorland geleitet und dort gehen wir jetzt mal hin. Nachdem wir mit Frau Heuswurst dann gesprochen haben, führt uns das kleine Julböckchen endlich zum Schlitten, wo wir dann mit dem Winterelf sprechen. Und so gelangen wir wieder zu dem Dorf, das wir zu Weihnachten am meisten mögen. Das wunderschöne Winterdorf. Ich freue mich auch riesig darauf. Und ja, man kann auch wieder jede Menge Sachen hier machen. Zum Beispiel kann man an Fix- und Frostig-Rennen teilnehmen. Das ist immer sehr, sehr schön, denn man läuft hier einfach überall in der Luft und unten durch. Und ja, macht das unbedingt. Hier gibt es jede Menge Weihnachtsshops, die man einfach mal durchstöbern kann. Es gibt wirklich sehr, sehr schöne Klamotten da. Und die sind teilweise gar nicht so teuer. Es kommt ganz drauf an, wie neu oder alt die sind. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen, die nicht ganz so teuer sind. Im Café kann man natürlich auch wieder mit seinen Freunden chillen und ja, ein klein bisschen Wintersnacks zu sich nehmen. Klingt auf jeden Fall lecker. Und natürlich gibt es auch wieder einen Weihnachtsbaum bzw. einen Adventskalender, wo man täglich ein paar Türchen aufmachen kann. Die ersten 7 stehen schon hier, die kann man öffnen. Und ab morgen gibt es dann das 8. Türchen bzw. das 8. Geschenk. Was da drin ist, das schauen wir uns gleich nochmal in ein extra Video an, denn es sind ganz schön viele Geschenke, die schon da sind. Nicht zu vergessen, die Winterpferde der vergangenen Jahre, die könnt ihr jetzt hier noch einmal kaufen. Und oh, ich sehe da schon meine wunderschöne Lightbell stehen zum Beispiel. Und auch die Pferde vom letzten Jahr sind da. Also wer noch ein oder das andere Pferd haben möchte und gerade Starcoins übrig hat oder zu Weihnachten vielleicht Starcoins bekommt, wer weiß, der kann sich hier auf jeden Fall noch ein schönes Winter-Urpferd, ich sage immer noch Urpferd, ein winterliches magisches Pferd kaufen. So. Und das ist natürlich nicht alles, was es hier zu sehen gibt, denn es gibt auch neue Pferde. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal gleich an. Und ich wusste es doch, dass Jurina hier steht. Ich habe sie doch erkannt, obwohl sie auf einem ganz neuen Pferd sitzt und eine neue Ausrüstung hat und eine Wintermütze aufhat. Naja, Jurina erkennt man halt immer. Und eine neue Frisur, glaube ich, hat sie auch. Oh. Ja, da erzählt sie direkt nochmal was, denn man kann auch ein paar Begleiter kaufen. Die auch sehr, sehr niedlich sind auf jeden Fall. Und wir schauen uns jetzt aber erst einmal die neuen Pferde an, die hier stehen. Und das ist das Tennessee Walking Horse. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir gerade schon bei Jurina gesehen.
Wir machen mal ein bisschen... schön, ne? Eine sehr, sehr schöne Färbung, muss man schon sagen. Zap. Der Kanter sieht auch eigentlich ganz hübsch aus. Ein bisschen steif hier, finde ich. Aber sonst, ja, kann man es machen. Besondere Gangart, okay. Schön. Nicht schlecht. Stärke 1, Disziplin 2, Geschwindigkeit, Ausdauer 0 und Agilität 3. Level 11 muss man haben, um das Pferd kaufen zu können. Und in Fort Pinter stehen auch noch welche, die man gleich kaufen kann. 950 Star Coins kostet es. Das Tennessee Walking Horse ist auffällig sanft und so typisch Tennessee, wie die dort so beliebte Country-Musik. Diese Rasse ist berühmt für ihre flüssigen Bewegungen und ihre vierte Gangart, den beschleunigten Schritt. Ursprünglich wurde diese Rasse in den Südstaaten der Vereinigten Staaten gezüchtet und war für die Arbeit auf der Farm, aber vor allem als angenehmes und trittsicheres Reitpferd gedacht. Die heutigen Tennessee Walking Horses sind hervorragend geeignet für Trail, Distanz und Vergnügungsritte und auch auf Zuchtstationen zu finden. Zucht schauen, so. Pferde dieser Rasse haben typischerweise einen starken Rücken, lange abfallende Schultern und Hüften sowie kräftige Hinterbeine. Die verfeindeten Familien Winterwell und Buttergood behaupteten beide, die Rasse als erstes nach Jorvik gebracht zu haben. Um diesen Anspruch streiten sie sich schon seit vielen Jahren. In einem Punkt sind sich die beiden Familien aber einig. Jorviks Tennessee Walking Horses werden niemals zu schädigenden Einsatzzwecken genutzt. Hm, okay, alles klar. Und dann gucken wir uns auch nochmal die ganzen Farben an. Da haben wir einmal hier diese wunderschöne Farbe. Sieht echt schön aus, ne? Gefällt mir auch ganz besonders gut hier mit der Färbung. Hat sowas so, wie heißt das? Oh, Spiegel. Spiegelschimmel? Nee, Spiegelbrauner? Spiegelbrauner. Richtig. Ja, doch, finde ich schon. So, dann haben... Oh, du bist aber auch hübsch. Das gefällt mir auch ganz besonders gut. Sehr schön. Oh, das ist ja sowieso immer so meine Farbe, ne? Finde ich ganz toll. So ein Pferd habe ich mir erst in Red Dead geholt. Sehr, sehr schön. Das ist das Schwarz-Weiße. Das finde ich wirklich auch sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Sappin, wie ich sehe. Hübsch, hübsch. Gefällt mir auch sehr gut. Oh, gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Oh, hier, das ist auch sehr hübsch. Ja, sehr schick. Oh, Apfelschimmel. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Alles klar. Verdammt. Ja, das ist auf jeden Fall voll meins. Gefällt mir richtig, richtig gut. Welches ist euer Lieblings... eure Lieblingsfellfarbe? So. Alle ab Level 11 verfügbar. Fort Pinter gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, denn das fehlt noch. Und hier in Fort Pinter steht auch noch das letzte Tennessee Walking Horse und das ist auch so ein Rappe. Dieses ist allerdings ab Level 1 verfügbar, kostet trotzdem 59 Star Coins mit den gewöhnlichen Werten, aber so können auch natürlich die Leute dieses Pferd besitzen und kaufen, beziehungsweise die noch nicht so hoch im Leveln sind oder die vielleicht auch gerade kein Star Rider sind, denn nach Weihnachten kommen die ganzen Pferde auf die Starshine Ranch. Etwas ganz Besonderes in diesem Jahr ist die Schneesaga, die wir jetzt spielen können, beziehungsweise eine Schneequest, eine Weihnachtsquest, würde ich es mal nennen. Und dort ist nun Kapitel 1 rausgekommen. Es gibt insgesamt 5 Kapitel, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Kapitel 1 beginnt damit, dass wir erstmal das Winterdorf besuchen müssen und dort quasi das Intro abschließen müssen. Das heißt, einmal im Winterdorf rumgeführt worden zu sein. Und dann geht es erst so richtig los. Denn dann treten plötzlich Schneestürme auf und wir müssen den Leuten helfen. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Täglich zwischen 8 und 10 Uhr morgens kommen die Schneestürme und am Abend zwischen 17 und 19 Uhr an zufälligen Orten. Und da werde ich mal schauen. Ich hoffe, ich kann es machen, weil ich muss ja zwischendurch arbeiten und zwischen 8 und 10 wird es wahrscheinlich schlecht werden und zwischen 17 und 19 muss ich frei haben. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das werden wird. Für die Quests erhalten wir übrigens Wintermarken, die man auch so noch sammeln kann. Und da können wir uns dann tolle Sachen verkaufen, beziehungsweise die Wintermarken natürlich wieder eintauschen gegen anderes.
Ja, wir sehen auch hier schon im Hintergrund wieder ein wunderschönes Leuchten im Himmel. Und das sind die Winterfestivitäten. Die sind dieses Jahr woanders als letztes Jahr. Das bedeutet, dass es dieses Jahr wieder 9 besondere Festivitäten gibt. 2 davon sind im Winterdorf und die anderen sind ja auf Jörvik verteilt. Dort kann man auch wieder teilnehmen. Die bestehen daraus, dass zum Beispiel Geschichten erzählt werden oder man kleine lustige Dinge sieht und so einfach ein bisschen den Winter genießen kann. Hier in Whaledale beim Wasserfall gibt es auch wieder das super tolle Eisrennen von dem riesen Pinguin, der hier steht. Und es ist eins meiner liebsten Rennen im Winter, da man über den ganzen Silversong-Fluss hier sein Rennen machen kann. Sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Nicht zu vergessen, neues Reitzubehör gibt es natürlich auch im Shop. Das gucken wir uns mal eben an. Es gibt hier ein paar schöne Gamaschen. Wobei, die heißen gar nicht Gamaschen, oder? Springer. Round die Marken Springer. Ja, mit denen habe ich mich noch nicht so befasst, weil ihr wisst ja, ich mag die nicht so. Ist nicht ganz so mein Fall. Aber es gibt auch ein paar wunderschöne neue Satteldecken, die mein Pferd hier leider nicht tragen kann. Aber wir können sie uns so trotzdem angucken. Ja, auch das kann mein Pferd nicht tragen. Schade eigentlich, aber die sehen schon eigentlich ganz schön aus, ne? Den Sattel, den können wir uns anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr winterlich aus. Und ja, ich überlege, sogar ein Einhornzaumzock ist neu. Dabei sieht das doch genauso aus wie das andere, was ich schon habe, nur in schwarz. Okay, alles klar. Ja, sehr schön aber, wie ich finde. Und ich glaube auch die anderen Sachen sind ganz schick und ich finde das Winterliche toll und eventuell wäre ich dazu gewillt, ein schwarz-weißes Outfit nochmal hier zusammen zu basteln, weil irgendwie, ja, sehen die schon echt schick aus. Das war es auch erstmal heute mit den News. Das war echt eine ganze Menge. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Natürlich gibt es im Winterdorf noch Kleinigkeiten, die man auch noch entdecken kann, wie eine Fotoleinwand zum Beispiel. Und das wird sich bestimmt auch noch in den nächsten Wochen ein bisschen erweitern, weil ja auch noch ein paar Rennen fehlen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, das Winterdorf jetzt zu entdecken. Und ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß daran. Eure Meinung dazu sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.